Hallöchen, heute bin ich wieder Corny von Panikuzentrum mit einer neuen Aufnahme von einem neuen Game. Hey, endlich! Wir setzen die Aufnahmereihe von Assassin's Creed vor. Wir haben ja bisher Assassin's Creed 1 und Black Flag gemacht. Und nach 1 kommt 2, wie man hier direkt im Einlog-Bildschirm so sieht. Wir spielen Story-Modus, denn wir haben gar nicht so viel auf Auswahl. Wir spielen natürlich auf Ultra, was aber nicht viel heißt, weil das Spiel halt schon ein bisschen älter ist. Wir nennen uns Name eingeben. Natürlich kommen wir neben Corny. Desmond ist, für alle, die es nicht wissen, der Protagonist, um dem es überhaupt handelt. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Wow. Wie epic! Das ist meine Geschichte. So, wer nicht weiß, wovon wir gerade geredet haben oder wovon er geredet hat, der sollte sich Teil 1 von Assassin's Creed angucken. Habe ich natürlich auch. Let's Play, wie gesagt, soll sich angucken, denn da wird alles erklärt. Was ich aber nicht wusste, sowohl als im Buch oder auch im Spiel, wo ich nicht wusste, dass die Lucy ein Assassine ist. Jetzt fragt ihr, warum ist die ein Assassine? Ey, ihr habt doch gerade die Hand gesehen. Wenn er spult nochmal zurück. Die hat nämlich den Ringfinger, war das glaube ich, der ist nicht da. Und früher, bei den ersten Klingen, war es so, zur Kreuzzugszeit, von Richard Löwenherz, zwar, dass die versteckte Klinge, immer so rausgeht, dass der Ringfinger immer blockieren würde. Das heißt, der wurde abgehackt, der Ringfinger, damit man die Klinge benutzen kann. Jo, cool. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Oh, und wie man schon sieht, ist die Grafik auch schon ein gutes Stück moderner im Vergleich zu... Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Beziehungsweise, die hat wohl noch die Finger, aber die hat das nur angezeigt. Beeilung, Desmond. Die Grafik ist doch schon ein bisschen anders da als in Teil 1. Das heißt, da sieht man auch schon den Wandel der Zeit, denn das, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, ein Jahr später, 2 Jahre oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wann die Spiele. Subjekt 17, Desmond Miles. Davon soll auch angeblich jetzt ein Film in Arbeit sein, aber ich meine, das kann ja. Ja. Sucht nach relevanten Erinnerungen. Und Desmond Miles, der wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten. Wir werden auch ein bisschen mehr mit Desmond machen werden. Spinge! Nochmal! Sie, sie brava! Es ist ein Junge!
Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Jo, könnte man so sagen. Gib den mir. Das bin Giovanni. Ich. Psst, meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hey. Drücken. Warte mal, oder ist das Enter? Ah. Drücken, um die leere Hand zu bewegen. Ach, das war. Ne, eh nicht. Mausrad. Shift. Um die Waffenhand zu bewegen. Kopf zu bewegen. V oder was? Nee. Gelb ist Y auf dem Xbox-Controller, aber. Ja. Hört ihn an! Ein paar kräftige Lungen! Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Okay. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. So, jetzt werde ich aber erst noch... Ich hatte eigentlich den Untertitel angemacht, damit der ein oder andere mitlesen kann, falls die Lautstärke nicht so bescheiden wird. Aber ich muss das gerade ändern, weil das ist schon störend. Deswegen werde ich jetzt lieber die Musiklautstärke erst... Machen wir beide auf 7. Sprachlautstärke lassen wir. So, Leertaste kann ich schneller gehen. Kann ich auch rennen irgendwie? Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Ja, Rechtsklick war das ja, genau. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole, Zwischenfall im Forschungstrakt. Was tust du denn, Desmond? Mir nach. Schick. Ihr müsst... Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Wow. Au. Okay. Heilige Scheiße. Ich muss die Mauseinstellung, glaube ich, ein bisschen ändern, weil die ist schon sehr... Sieh dir das an. Die ist sehr schwammig, also. Steuerung anpassen. Kann ich die da? Standard, Schwerter, ja. Mausempfindlichkeit brauche ich eigentlich. Spielbänden, Grafik? Nee, das ist. Oder steht es da? Nee. Verfolger, Umsehen, Verfolger, Vibration, Steuerung anpassen. X, Empfindlichkeit, Y. Umsehen. Das ist eine gute Frage. Controller, Tastatur und Maus. Tastaturalternativ. Zwei Tasten? Ne, ich habe nur 5 Tasten. Lass mal einfach machen. Ja, komm. Was ist mit den Kameras? Erstmal so. Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie das mit ihrer Hand ist. Ne? Vorsicht. Okay. Vorsicht. Ich bin vorsichtig. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums.
Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Okay. Dann schleichen wir mal. So gut es geht. Wie sie andauernd anfängt an zu rennen. Da vorne ist auf jeden Fall eine Wache. Ist das ein Animus? Einer. Steht mal da dran, ne? Animus, Junge. Muss lesen. Sektion. Moment. Ich schaff das schon. Muss ich helfen oder so? Nein, muss ich nicht. Okay. Die ist aber brutal. Weißt du, die Lucy. Wie viele gibt's denn davon? Ja. Bleib bei mir. Mann, ich bin doch bei dir, Mann. Ich kann nicht schneller. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy! Na dann. Oh, Scheiße. Oh Gott. Wofür brauchen die so viele? Desmond. Mann, immer so viele Fragen, ey. Sektion 16, 18 stehen da gerade, 14. Sektion J02. So viel zum Thema, sie möchte ungern kämpfen, ne? Also. Elevator. Mist. Gesperrt. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Hey, Mann, das war das Adlerauge, Mann. Ja, hast du doch gemacht im Animus. Na, das war ja klar. Depp. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Oh. Warte mal. Wie kann ich denn? Wie komme ich denn in den Kampfmodus? Ich kann nicht machen. Ah, F. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Warte mal jetzt, was ist denn hier mit der Steuerung los? Ich kann nichts machen. Das war falsch. Nein, das ist richtig. Was ist denn das hier? Vorwärts bewegen? Ja, ist ganz klar. Waffenhand. 10er Tastatur. Controller. Tastatur. Tastatur und Maus, Mann. Was ist denn hier los? Auswählen. So. Jetzt, Mann. Gott, Alter, ey, was soll denn hier der Mist, ey? Ich will den angreifen. So, jetzt muss ich auch erstmal gucken. Ich muss erstmal mit der Countern. Geht wahrscheinlich so. Nein, geht nicht so. Geht auch nicht so. Also. Countern, Mann. Da muss ich aber die Steuerung noch ein bisschen lernen. Vielleicht konnte ich deswegen auch gerade nicht rennen. Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da.